Moin Leute, heute wollte ich euch noch mal eben ganz kurz etwas erzählen über eine Sache, auf die ich bei X gestoßen bin, so wie sicherlich viele von euch auch, wenn ihr da unterwegs seid, aber vielleicht der eine oder andere auch nicht. Deswegen muss ich da einfach noch mal eben was zu sagen, weil ich es irgendwie ja sehr spannend finde. Und zwar hat sich da Dr. Jakob Mantay zu Wort gemeldet. Das ist, ihr kennt ihn sicherlich als den, der schon die eine oder andere Studie durchgeführt hat, auch für den DHV, aber auch für Lauterbach, zu den Auswirkungen der Cannabis-Legalisierung oder überhaupt von Cannabis-Legalisierung. Der gute Herr ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung an der Uni Hamburg. Und ein neues Forschungsprojekt ist gestartet, und zwar zum Thema, wie sich das Cannabis-Gesetz, das kommende, auf den Straßenverkehr auswirkt. Das ist schon gestartet, da sind schon die erste Daten erhoben worden. Und in diesem Projekt wird es explizit um den Freizeitkonsum gehen. So, dann ist es so, dass das Ganze im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen stattfindet. Und das ist das Wissenschaftliche Institut des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Also muss ja unser guter Herr Wissing irgendwie da auch seine Finger mit im Spiel haben. Das finde ich ziemlich spannend, weil wir die ganze Zeit darauf warten, dass es da, also gerade beim Führerschein, mal so ein bisschen weitergeht. Und irgendwie ist es für mich zumindest ein Indiz dafür, dass da irgendwie was weitergeht. Und deswegen finde ich das so spannend. Ich lese euch mal eben vor, worum es da in diesem Projekt geht. Also wie gesagt, das Projekt wird durchgeführt von Jakob Mantay, aber auch Anna Schranz und Uwe Fertheim. Startet oder ist gestartet, nicht erst im Dezember, da habe ich eben Blödsinn erzählt, am 1.10.2023 und endet am 30.06.2026. Also es geht über einen langen Zeitraum. In diesem Forschungsprojekt wird mit Hilfe eines quasi experimentellen Forschungsdesigns untersucht, inwiefern sich die beabsichtigte Gesetzesänderung bezüglich Cannabis auf die Häufigkeit erstens des Konsums von Cannabis und zweitens des Führens eines Fahrzeugs oder Cannabis-Einfluss auswirkt. Innerhalb eines zweijährigen Beobachtungszeitraums werden wiederholt querschnittliche Befragungen zu drei Messzeitpunkten in Deutschland und Österreich durchgeführt. Insgesamt werden Daten von etwa 50.000 Personen erhoben. Die Berücksichtigung einer Kontrollgruppe sowie das lange Beobachtungsintervall ermöglichen eine genaue Beobachtung der Fragestellung aufgrund der Unsicherheiten in der Messung von DUIC werden verschiedene Befragungen und Verkehrsunfalldaten ausgewertet, womit die Belastbarkeit der Interpretation empirischer Daten erhöht wird. Dieses Forschungsprojekt wird im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen, wie gesagt, durchgeführt. Und die Verantwortung für den Inhalt liegt allein beim Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung. Das finde ich doch sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir wissen alle, was dabei rauskommen wird, nicht wahr? Und das wird der ganzen Geschichte natürlich weiterhelfen. Und es wird auch höchstwahrscheinlich zwischendurch schon mal Daten geben, nehme ich mal an. Nicht erst 2026, sondern auch schon vorher. Wie gesagt, erste Daten wurden im Dezember erhoben. Dazu kann ich jetzt gerade noch nicht so richtig was sagen. Aber Dr. Mantay hat auch gesagt, dass dazu dann auch Infos geben wird, was da so passiert. Also irgendwas tut sich im Verkehrsministerium zu diesem Thema. Und das muss ja auch wirklich, ne? Also für mich persönlich ist dieses Thema eins der wichtigsten. Das ist das Thema, was, ja, egal wie vorsichtig Leute sind und egal wie verantwortungsbewusst, es kann wirklich jeden treffen im Prinzip, der Cannabiskonsument ist. Führerschein weg, Existenz weg, Familie weg, Job weg, alles weg. Und das alles nur, weil wir im Moment eine Fahrerlaubnisverordnung haben, die Mist ist in diesem Bereich, weil wir keinen vernünftigen Grenzwert haben. Gut. Die Anpassung der Grenzwerte und all das, da werden natürlich jetzt nicht so viele Daten einfließen aus diesem Projekt, denn das muss natürlich schon viel früher stattfinden. Also mit dem Krafttreten des Cannabis-Gesetzes am 1. April, liebe SPD, seht zu, dass ihr es hinkriegt,
muss natürlich auch Feuererlaubnisverordnung und die Grenzwerte geändert werden. Nichtsdestotrotz wird man nach dieser Zeit sehen, dass das Ganze nicht dazu geführt hat, dass der Straßenverkehr gefährlicher geworden ist. Und das wird das Ganze dann schön festigen und untermauern. Also da bin ich sehr gespannt, auch was da zwischendurch schon für Daten kommen. Wenn ich irgendwo Wind davon kriege, werde ich euch das natürlich erzählen. Und falls ihr da noch irgendwas zu wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wir werden wir werden sehen, was da passiert. Das ist eine geile Sache und für mich, wie gesagt, ein Indiz, dass da irgendwas zumindest in die richtige Richtung läuft im Verkehrsministerium. Ja, das nur als kleine nette Info heute Abend für euch. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir doch mal auch in die Kommentare, wie euch der Sound heute gefallen hat. Wie ihr seht, habe ich mal ein bisschen aufgerüstet. Mir hat das in letzter Zeit überhaupt nicht mehr gefallen und da gab es auch hier und da mal Kommentare, dass der Sound ein bisschen wackelig ist, um es mal so auszudrücken, fand ich auch. Wie ist es denn jetzt? Schreibt es mal. Das war's von mir für heute. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da und wenn nicht, dann lasst es sein. Haut rein.